Aber nochmal zurück zu der Eingangsfrage, wenn wir sagen, keinen vollkommenen Iman, ist das eine, versündigt man sich damit, wenn wir von der Vollkommenheit reden, ist das Fehlen der Vollkommenheit eine Sünde oder eine, ja, nee, hat man sich damit sozusagen etwas entgehen lassen? In der Realität gibt es zwei Formen der Vollkommenheit oder der Vervollkommnung. Hier ist, dieser Hadith wird erklärt mit einer Überlieferung im Musnad von Ahmed, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Der Mensch, der Diener, wird nicht die Realität des Imans erreichen, solange er für seinen Bruder nicht liebt, was er für sich selbst liebt. Die Vollkommenheit kann eine Pflichtvollkommenheit sein, kann eine Sollvollkommenheit sein. Yani, ich gebe euch ein Beispiel in Bezug auf den Iman, wenn wir jetzt vom Iman reden. Der Iman hat eine Grundbasis, ein Minimum. Das ist eine Pflicht. Dann gibt es darüber eine Vollkommenheit, denn wenn wir von einer Grundbasis reden, das heißt, der Iman kann nicht noch weiter verkürzt werden, aber er kann aufsteigen und vervollkommnet werden. Bis zu einem gewissen Rahmen ist auch diese Vervollkommnung eine Pflicht. Das Ausführen der Wajibat, ist eine Vervollkommnung. Pflicht oder nicht Pflicht? Pflicht. Das sich Enthalten von den Muharramat ist eine Vervollkommnung, aber auch Pflicht. Irgendwann endet das, aber dann beginnt eine neue Phase, eine neue Stufe der Vervollständigung. Und das ist dann alles, was darüber hinausgeht, die erwünschten Handlungen, die unerwünschten Handlungen. Das heißt, das Tun, Ausführen der erwünschten Handlungen, das sich Enthalten von den unerwünschten Handlungen.